Ja, viel Aufregung um ein ganz, ganz kleines Ding, um ein ganz, ganz kleines Emoji. Da gibt es also die Schülerin von der Vienna International School, die die Österreicherin des Tages ist und die also ein Emoji mit einem Kopftuch versehen hat und daraufhin von Apple gefeiert wird und vom Time Magazine gefeiert wird. Und dann gibt es den Johann Gutenus, den Wiener Vizebürgermeister, wortgewaltigen Wiener Vizebürgermeister, der daraufhin nur ein Wort gepostet hat auf Facebook und das war Irrsinn. Und auf dieses Irrsinn hin hat sich sozusagen ein Sturm im Internet entwickelt. Warum haben Sie das Emoji mit dem Kopftuchel als Irrsinn bezeichnet? Es geht einmal nicht um das Emoji an sich, sondern es geht mir um die Islamisierung, die in weiten Bereichen einfach so hingenommen wird. Von Traumtänzern, von Schlafwandlern in der Politik, die eigentlich anscheinend sich nicht bewusst sind, was da auf uns zukommt. Und Emoji hin oder her oder junges Mädchen, das in Wien in die Schule geht, hin oder her, möchte ich persönlich überhaupt nicht angreifen. Aber mir geht es um die Islamisierung an sich. Und ich will einfach nicht, dass Wien, dass Österreich, dass meine Heimat islamisiert wird. Zuerst einmal zum Emoji. Was stört Sie daran, wenn so ein Emoji ein Kopftuch hat? Zugegebenermaßen, auf die Idee muss man erst kommen. Aber was stört Sie daran? Mich stört daran, dass das Kopftuch oder all diese Verhüllungen einer Frau ja nichts anderes bedeuten als die Unterdrückung der Frau. Und das ist halt im Islam ein kultureller Faktor oder ein unkultureller Faktor, wie auch immer, der vielleicht in islamischen Ländern natürlich Tradition hat, aber bei uns nicht zur Tradition werden sollte. Aber leider am besten Weg dazu ist, Tradition zu werden. Und solange es in der Politik beherzte Geister gibt, die daran denken, was auch unsere Vorfahren über Jahrhunderte und Jahrtausende aufgebaut haben hier in Europa und nicht zuletzt auch die Rechte der Frauen heiß umkämpft waren und erkämpft werden mussten und überhaupt die Freiheitsrechte erkämpft werden mussten. Ja, solange wird man hier Widerstand leisten müssen. Bei dem Emoji sind eigentlich ein Spaß, die sind eigentlich Fun. Aber für Sie hört sich da der Spaß auf oder wie ist das zu verstehen? Das geht ja hin von Emojis bis hin zu Werbungen von Supermärkten, bis hin zu anderen Symptomen in der Gesellschaft. Aber dahinter steht eben diese wirklich schrittweise Islamisierung, die Hand in Hand geht in einer unheiligen Allianz, auch mit linken Parteien. Die SPÖ zum Beispiel, das S steht ja mittlerweile mehr für Salafismus oder Scharia als für sozialdemokratisch. Die SPÖ hat wirklich einen ganz gezielten Wahlkampf gemacht in die muslimische Community hinein. Und wenn man sich die Einbürgerungszahlen in Wien anschaut, MA35, SPÖ regiert in Wien, die drei ersten Herkunftsländer von Menschen, die in Wien eingebürgert werden, sind muslimisch geprägte Länder. Und das sind dann auch wahrscheinlich die neuen Wählergruppen, die die SPÖ hier gewinnen will. Und das ist die unheilige Allianz zwischen linken Parteien und Islamisten. Und leider droht auch unsere Heimat, so wie schon andere Gebiete in Europa, immer mehr islamisiert zu werden. Und da müssen wir auf jeden Fall Widerstand leisten. Bevor wir auf das Thema kommen, weil das ja auch in den Regierungsverhandlungen eine große Rolle spielen wird, noch einmal die prinzipielle Frage. Ja? Mhm. Warum ist es ein Irrsinn, wenn man einem Emoji ein Kopftuch verpasst? Weil auch die Islamisierung unserer Heimat an sich ein Irrsinn ist. Und wir wissen ja, wenn wir diese muslimischen Länder anschauen, es gibt ja auf der Welt offiziell 57 muslimisch geprägte Länder. Mhm. Und wenn wir uns dort die Rolle der Frauen anschauen, die Menschenrechte genauer anschauen, so muss man doch ein mulmiges Gefühl bekommen, wenn unser Land, unsere Gesellschaft oder der Kontinent langsam islamisiert wird. Und das heißt, wenn Sie ein Emoji mit einem Kopftuch sehen, dann kriegen Sie ein mulmiges Gefühl. Das ist nur ein weiteres Symptom einer schrittweisen Islamisierung. Ja. Ich selber habe da beim Emoji kein mulmiges Gefühl, aber ich finde insgesamt, dass diese... Ja, aber es muss ja doch irgendwie Ihnen einen Adrenalinstoß verpasst haben, wenn Sie Irrsinn ins Facebook schreiben. Ein Wort mit 7 Buchstaben und sagt sehr viel aus, glaube ich, über meine Meinung. Aber Irrsinn, Sie meinen, jetzt sind wir schon so weit, dass sogar schon die Emojis Kopftuch tragen. Schauen Sie, das ist dem Herrn Gutenus dann irgendwann zu viel. Ich bin ein Politiker mit einer klaren Meinung und ich werde meine Meinung auch immer ausdrücken. Und insgesamt all diese Symptome, die sich häufen, das geht dahin, ein Emoji mit Kopftuch ist eine Kleinigkeit, aber Islamisierung bedeutet Zwangsehen, Islamisierung bedeutet Ehrenmorde, Islamisierung bedeutet leider auch Terror, Islamisierung bedeutet, dass die Kreuze abgehängt werden müssen in den Schulklassen, Islamisierung bedeutet Unterdrückung der Frau und Islam, wörtlich übersetzt, heißt
heißt Unterwerfung. Mhm. Und nein, wir wollen uns nicht unterwerfen. Bis jetzt waren Sie Opposition, bis jetzt haben Sie Wahlkampf gemacht, sehr guten Wahlkampf, wie wir ja gesehen haben. Jetzt werden Sie Regierung sein, Herr Gudenus. Was heißt das? Wie wird die FPÖ in der Regierung diese Islamisierung stoppen? Weil jetzt ist ja mit dem Reden Schluss, jetzt sind ja Taten gefordert. Jetzt wird einmal verhandelt. Ob die Regierung dann wirklich ein Resultat sein wird, wird man sehen. Aber ich sehe bei beiden Seiten einen klaren Willen, dass eine Veränderung notwendig ist. Das ist auch ein klares Ergebnis der Wahlen gewesen, ein klarer Wählerauftrag, dass eben die Parteien Türkis, Schwarz und FPÖ eben mit diesem Mandat ausgezeichnet wurden, Veränderungen herbeizuführen. Und ich glaube auch, dass ein Punkt natürlich auch der Schutz der Identität unserer Heimat sein sollte und die Sicherheit. Und da spielt das Thema Islam natürlich auch mit herein. Aber ich kann jetzt nicht vorgreifen, was das Ergebnis von Verhandlungen ist. Was sollte passieren, wenn die FPÖ Regierungsverantwortung trägt? Was wären dann die Schritte, die man setzen müsste, damit diese Islamisierung gestoppt wird? Also insgesamt, ja, ohne jetzt ins technische Detail gehen zu wollen und zu können, weil ich möchte den Verhandlungen nicht vorgreifen. Es geht um eine ganz klare Sicherheitspolitik, auch eine Integrationspolitik, aber auch eine Zuwanderungspolitik, die darauf ausgerichtet sein sollte, dass die Identität und der Charakter der eigenen Bevölkerung des Landes erhalten bleiben sollte. Das wäre ganz wichtig. Das heißt, das eine ist viel, viel stärker die Zuwanderung kontrollieren. Das wäre die Aufgabe des Innenministers bzw. des Verteidigungsministers dann, nehme ich an. Ne? Und, zum Beispiel richtig, und das andere wäre Integration. Ne? So ist es, ja. Das heißt, da wünscht sich die SPÖ auch das Integrationsministerium, weil sie wünschen sich ja auch das Außenministerium, gehört das Integrationsministerium dazu. Das muss nicht sein, das war bisher so unter Kurz, aber ja. Ich glaube, das ist alles Verhandlungsmasse. Das ist die ganze Ministerienaufteilung, die Ressortaufteilung bis hin zu Teilbereichen eines jetzigen Ministeriums, das ist sicherlich Verhandlungsmasse und muss nicht so bleiben, wie es ist. Also das, da ist die, glaube ich, die Fantasie relativ groß, da kann man einiges machen. Und ich glaube, dass auch eben der Willen seitens Türkis und FPÖ da ist, eben hier sehr in die Veränderung hineinzugehen, damit am Schluss was Gutes für die Bevölkerung und für Österreich herausschaut. Jetzt sind Sie ja der mächtigste Landesobmann in Wien. Sind Sie mit diesen Regierungsverhandlungen, so wie sie jetzt laufen, also der mächtigste Landesobmann in der FPÖ, wollte ich sagen, als Wiener Landesobmann, sind Sie mit den Verhandlungen, so wie sie jetzt laufen, zufrieden? Also ich bin nicht Landesobmann, das ist Heinz-Christian Strache, ich bin Vizebürgermeister und Obmann-Stellvertreter. Die Verhandlungen, bis jetzt laufen die Verhandlungen insofern gut, weil das Klima ein sehr positives ist. Konkretes wird es jetzt gerade herausverhandelt in den verschiedensten Bereichen und ich schätze, das wird schon noch ein paar Wochen dauern. Es läuft sehr gut, haben Sie gesagt. Es läuft vom Gesprächsklima sehr gut, ja, richtig. Das heißt, Sie sind mit der Wahl, die zunächst einmal auf Schwarz-Blau oder Türkis-Blau gefallen ist, zufrieden. Viele haben gesagt, sie hätten lieber Rot-Blau gehabt. Nein, ich war da ganz offen in alle Richtungen. Ich denke mir, eine Veränderung im Land ist notwendig und es war auch klar vor der Wahl, dass sie notwendig ist, diese Veränderung. Und je nachdem, welche Partei mit uns diese Veränderung gestalten könnte, wäre mir das recht gewesen, weil es geht darum, dass so viele freiheitliche Grundsätze wie möglich umgesetzt werden. Und dass das jetzt auf Schwarz-Blau gefallen ist, ist Ihnen recht? Ich sehe das ganz pragmatisch. Und wenn eben das Programm der ÖVP so bleibt wie im Wahlkampf, weil es ist ja fast in vielen Bereichen deckungsgleich mit unserem, in vielen, nicht in allen, das ist dann eben Verhandlungssache auch, dann kann man wirklich was Gutes fürs Land erreichen. Wenn so derzeit läuft es gut, sagen Sie. Das war das Gesprächsklima. Ist absehbar, dass Sie eventuell abspringen und doch noch zu den Roten wechseln? Nein, das ist sicherlich nicht unser Wille, sondern wir sind mit großer Ernsthaftigkeit dahinter, wirklich auch seriös zu verhandeln, ohne Hintertür. Natürlich, wenn sich große Brocken auftun, wo man vielleicht programmatisch sich spießt, dann muss man schauen, wie es weitergeht. Ja? Aber es ist nicht so, dass wir jetzt herumtaktieren, sondern wirklich ernsthaft verhandeln. Ja? Jetzt ist das Rauchverbot plötzlich in Diskussion geraten und die FPÖ hat sehr klar gesagt, sie will das eigentlich nicht haben, dieses komplette Rauchverbot, das im Mai kommen soll, sondern es soll bei der bisherigen Regelung bleiben. Das war ja auch eine
von Ihren Forderungen immer wieder im Wahlkampf. Ne? Vollkommen, das heißt, richtig. Ja. Sie sind zufrieden damit und unterstützen das. Es ist einmal so, dass darüber geredet wird und dass es möglich ist, dass das Ganze gekippt wird. Schauen Sie, ich sehe das ja ganz differenziert. Ich bin selber Nichtraucher. Ich habe vor 18 Jahren zu rauchen aufgehört. Und wenn man mal zu rauchen aufhört, dann merkt man selbst, dass es oftmals unangenehm sein kann, wenn gequalmt wird und die Kleidung und dergleichen am Abend dann, wenn man nach Hause kommt. Aber es geht ja um was anderes, es geht um die Wirtschaft. Wir haben jetzt viele Gastronomen im Gesamtvolumen von ungefähr 100 Millionen Euro österreichweit ihre Gastronomiebetriebe umstellen müssen auf Trennung. Das hat 100 Millionen Euro ungefähr gekostet. Wenn das so beibehalten wird, wie es jetzt ist, dann ist das Geld nicht frustriert. Wenn es sich dann total ändert, dann ist das Geld frustriert. Das Geld ist verloren. Das Geld ist verloren, ja. Und deswegen sage ich, die Wirte sind wütend, ja. Auch viele Gäste sind wütend. Und ich weiß schon, es gibt natürlich andere, die das nicht so sehen, aber das ist halt oft so, dass man Entscheidungen treffen also muss. Also Sie meinen, das soll so bleiben wie jetzt und ein komplettes Rauchverbot soll es nicht geben. So da stehen Sie voll, es geht auch um die Freiheit. Voll hinter dieser Idee. So ist es. Es geht um die Freiheit erstens mal der Gäste, man kann sich ja Lokale aussuchen, und um die Freiheit der Wirten. Entscheidungsfreiheit, Wahlfreiheit, darum geht es. Jetzt gibt es in diesen Tagen ein neues Thema und das heißt, die FPÖ will auch für die Autofahrer kämpfen und zwar für diejenigen, die ganz gerne am Gaspedal stehen und sie will, dass diese 100er-Beschränkungen, dieser Luft-100er, der ja viele Autofahrer wahnsinnig macht, vor allem in Linz und Salzburg, dass der wegfällt. Ist das richtig? Man kann da und dort über Änderungen nachdenken. Natürlich geht es sehr um Verkehrssicherheit, überhaupt keine Frage. Aber wenn man nach Deutschland schaut, funktioniert es ja auch in vielen Bereichen. Und ich glaube, dass wir das heißt, gut beraten sind. Das deutsche Modell finden Sie gut, dass man teilweise man kann auch nachdenken. Mehr als 130 fahren kann. Man kann darüber nachdenken, jetzt nicht überall. Aber man muss sich auch in den Koalitionsverhandlungen wiederfinden oder zusammenraufen. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, egal welche Partei, dass man ziemlich ideologielos in andere Länder schaut, wo Sachen gut funktionieren. Ja. Da würde Ihnen das deutsche Modell gut gefallen. Das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, wenn man 160 fahren kann, soll man auch 160 fahren. Das ist jetzt keine Vorgabe und keine Forderung, aber man sollte offen darüber nachdenken in alle Was Regionen. Ist Ihnen in diesen Regierungsverhandlungen am wichtigsten? Dass Sie von Augenhöhe, Fairness und großer Sachlichkeit getragen sind und das ist bisher so. Am wichtigsten ist es, dass das Beste für Österreich rauskommt, für die Menschen im Land und wirklich eine Veränderung da ist, weg von starren Sackgassen und Situationen hin zu einer Veränderung, zu einer Entlastung und auch zu mehr Sicherheit. Also ein Neustart, was gerade die Islamisierungspolitik, die Einwanderungspolitik, aber auch Steuererleichterungen. Das wäre mir wichtig. Ich glaube, die großen Themen in Österreich zurzeit sind Wirtschaft und Sicherheit. Und wenn man da große Sprünge schafft, dann wird diese Regierung, sofern sie zustande kommt, erfolgreich sein. Herr Gudenus, wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommen wir zurück und kommen vom kleinen Emoji ins große Wien, weil da haben Sie einen großen Wunsch und der heißt Neuwahl, richtig? So ist es, ja. Wir sind gleich wieder da. Ja, Breaking News bei uns und damit bei uns im Studio als Überraschungsgast der stellvertretende Wiener Obmann der FPÖ und Vizebürgermeister Gudenus. Herr Gudenus, Sie haben ja einen Wutanfall heute bekommen wegen dieses Emojis, das mit einem Kopftuch sozusagen verhüllt war und haben Irrsinn dazu geschrieben. Aber noch mehr Irrsinn und noch mehr Mut, nehme ich an, brandet in Ihnen auf, wenn Sie den Zustand der rot-grünen Koalition in Wien derzeit kommentieren. Weil da haben Sie heute Neuwahlen gefordert. Warum das denn? Wir haben ja erst vor einem Jahr gewählt. Vor 2 Jahren, ja. Also es wäre notwendig, dass in Wien auch die Karten neu gemischt werden, weil eigentlich unter dieser rot-grünen Stadtregierung überhaupt nichts mehr weitergeht. Es wird nur gestritten. Die Grünen streiten intern, der Herr Elson sägt schon bei der Frau Vasilakou, die SPÖ streitet intern. Die Vasilakou ist weg, Ihrer Meinung nach, bei dieser grün-internen Abstimmung oder das nicht? Das wird man sehen, ob es noch ein bisschen Parteidisziplin vorhanden ist. Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen und prophezeien. Aber es sagt ja schon der Antrag an sich genau aus, dass hier ein Chaos vorhanden ist. Bei den Grünen intern, bei der SPÖ auch und insgesamt zwischen Rot und Grün auch. Das heißt, für die Stadt Wien, für die Bürger geht überhaupt nichts mehr weiter. Wir haben jetzt eine Neuverschuldung von 400 Millionen Euro für nächstes Jahr. Und das ist genau eins zu eins das Geld,
dass für die sogenannten Flüchtlinge, also für diese Massenimmigration, an Mindestsicherung und Sozialleistungen das heißt, ausgegeben wird. 400 Millionen werden Ihrer Meinung nach an Mindestsicherung für Asylwerber und Asylberechtigte. Asylanten, genau. Ja. Es ist ungefähr der Betrag. Also wir haben ja allein einen enormen Anstieg an Sozialleistungen und Mindestsicherung seit 2015. Das wollen Sie ja auf Bundesebene streichen, wenn ich das richtig verstehe. Wir wollen eine Regelung, ich hoffe, dass die Verhandlungen in die Richtung gehen, eine Regelung, wo Wien und oder andere Bundesländer, aber vor allem in dem Fall Wien, nicht ausscheren kann und als Magnet dasteht. Wo Wien das nicht mehr zahlen darf, sondern eine bundeseinheitliche Regelung. Wenn es geht, möglichst. Sie wollen überhaupt kein Geld als Mindestsicherung, sondern Sachleistungen, richtig? Es wären am besten Sachleistungen, weil wir wissen ja auch von Statistiken, dass sehr viel Geld ins Ausland überwiesen wird, nach Afghanistan. Und ich frage mich, warum der Österreicher, der Steuern und Gebühren zahlt, dafür herhalten muss, dass Geld nach Afghanistan aber überwiesen wird. Aber Sie wollen allen Ernstes Neuwahlen in Wien? Ganz klar. Das ist unser Antrag nächste Woche. Ja. Den wollen Sie im Gemeinderat stellen. So ist es. Wir haben nächste Woche Budgetwoche. Da wird über das Budget gesprochen, über die Politik an sich in Wien. Wir werden sehr viel Kritik üben. Wir werden auch einen Misstrauensantrag gegen die Frau Vasilakou stellen. Werden Sie einen Misstrauensantrag stellen, um zu sehen, ob alle Grünen noch für Sie stimmen, sozusagen? Das ist immer sehr spannend. Ja? Ja. Leider ist da eine geheime Abstimmung meines Wissens nicht möglich. Sonst wäre das, die hätten Sie gerne. Das wäre interessant, natürlich. Ja. Also ein Misstrauensantrag gegen Vasilakou, ein Neuwahlantrag für die Stadt. Und dann würde Ihnen vorschweben, vermutlich Schwarz-Blau-Neos. Das wird man sehen. Das, und der Stärkste wenn der soll Wähler, den Bürgermeister stellen. Wenn der, das Wähler, das Wort hat. Wenn der Wähler das Wort hat und entscheidet, dann natürlich sollte die stärkste Partei, das sagen wir auch auf Bundesebene, eben im Bund den Kanzler stellen und in Wien den Bürgermeister. Keine Frage, aber dazu braucht es auch eine Koalition. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass der Wähler wieder das Wort bekommt, weil Wien muss befreit werden von dieser rot-grünen Fremdherrschaft. Eine rot-grüne Stadtregierung, die Politik nur für Fremde macht, aber nicht für die eigene Wiener, hat ausgedient und sollte abgewählt werden. Wobei Wien wird ja einen neuen Bürgermeister bekommen. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Michael Ludwig sein. Das ist ja jemand, den Sie vom Grund eigentlich ganz sympathisch finden, oder? Also er ist jemand, mit dem man gut reden kann. Das heißt ja nicht, dass man einer Meinung ist. Ja? Uns trennt natürlich in vielen Fragen einiges, Sozialdemokratie und Freiheitliche. Aber er ist zumindest einer, und das schätze ich schon sehr hoch, wo man eine Gesprächsbasis hat und wo man auch ganz locker reden kann und Sachen austauschen kann, auch Sollbruchstellen, politische. Das heißt, dem stehen Sie positiver gegenüber als dem Michael Häupl? Mit Michael Häupl habe ich eine gute Gesprächsbasis auch, aber da trennt uns politisch viel zu sehr, weil Sie wissen ja, dass die Ausgrenzungspolitik seitens der SPÖ ja immer von Michael Häupl und der SPÖ Wien ausgegangen ist, die ja die anderen Landesgruppen in Österreich in Geiselhaft genommen haben und auch den Bund. Das geht immer von der SPÖ Wien aus, die halt aufgrund ideologischer Diskrepanzen einfach nicht will. Wobei es in vielen Bereichen vielleicht besser wäre. Beispiel Burgenland, das funktioniert wunderbar und da sind wir auch gut unterwegs. Na gut, da gibt es ja eine rot-blaue Koalition, das wäre ja Wunschtraum auch für Wien, nehme ich an. Würden Sie eigentlich, angenommen, der Michael Ludwig würde Sie einladen, weil die Grünen zerbrechen, in eine rot-blaue Regierung wechseln ohne Wahl? Nein, das würden wir nicht tun, weil ich finde es sehr wichtig, dass vor solchen Regierungsbildungen der Wähler das Wort haben sollte. Und für solche fliegenden Wechsel stehen wir eigentlich nicht zur Verfügung. Es gibt eigentlich oder wirklich? Wirklich, wirklich. Ganz klar. Ja. Eigentlich ist immer ein bisschen. Stehen wir nicht zur Verfügung. Punkt. Genau. Ja. Und das halten wir auch so, weil es gibt auch viel zu kritisieren und ich habe keine Lust dann, das weiter vorzutragen und mitzutragen, was unter Rot und Grün das im letzten Jahr schiefgegangen ist. Um es klar zu sagen, Sie hoffen darauf, dass sich die Grünen jetzt zerstreiten rund um den Vasilakou-Abwahlantrag. Sie hoffen darauf, dass sich die Roten zerstreiten rund um die Wiederwahl des Ludwig. Es kommen ja 2, 3 turbulente Monate auf Sie vollkommen und auf ihn richtig zu. Richtig, sehen Sie auch wir so? Wir wollen Ordnung aus diesem Chaos wieder schaffen. Ja. Da gibt es ja einen Spruch, der heißt Ordo ab Chao. Das gilt vielleicht in diesem Fall auch zu, trifft auch zu. Aber es ist ja eigentlich eine Schande, dass eine Stadtregierung so ein trauriges Bild abgibt und die Karten gehören durch den Wähler neu gemischt. Das heißt, Sie sehen Wien als Chaos derzeit? Ja, die Wiener Stadtregierung, nicht Wien. Aber Rot-Grün ist Chaos. Aber dass Wien die lebenswerteste Stadt Europas ist?
Das steht ja dann einen gewissen Widerspruch zu Ihren Horror-Szenarien. Nein, ich rede von der Stadtregierung, nicht von Wien, das trenne ich ja immer. Ich bin ein Wiener Vizebürgermeister und ich liebe meine Stadt. Ja. Und die Wienerinnen und Wiener haben was Besseres verdient als Regierung. Und Rot-Grün hat ausgedient, Schulden machen, eine völlig verantwortungslose Migrationspolitik, Islamisierungspolitik, die SPÖ islamisiert Wien, Schritt für Schritt. Und all das sollte man ändern. Wenn die Freiheitlichen in der Regierung wären, wäre das anders. Herr Gudenus, vielen Dank fürs Kommen. Danke auch. Danke für War spannend. Werden Sie noch gegen die Emojis weiterkämpfen? Nicht gegen Emojis, sondern gegen die Islamisierung. Aber gegen das Kopftuch bei den Emojis wird es noch die eine oder andere FPÖ-Initiative geben. Nein, ich glaube, das ist nur ein kleines Symptom. Ja. Aber vom großen Ganzen der Islamisierung, die gestoppt werden muss. Weil also, bei uns im Studio Emoji-Kämpfer Johann Gudenus, demnächst vielleicht Wiener Bürgermeister, wenn die Neuwahlen kommen. Danke fürs Vorbeischauen. Danke sehr. Und auf zwei spannende Monate in Wien. Danke. Dankeschön. Alles Gute. Wir geben zurück und machen gleich weiter mit den neuesten News.